Unsere heimischen Gewässer sind in einem alarmierenden Zustand. Besonders die Berliner Panke wurde in der Vergangenheit stark vom Menschen beeinträchtigt. Durch Begradigung, zunehmende Uferverbauung und einen hohen Nährstoffeintrag ist das Ökosystem bis heute stark belastet. Nachdem das festgestellt wurde, wird seit einigen Jahren versucht, eine sogenannte Renaturierung durchzuführen. Das heißt, viele dieser Lebensräume so gut wie es geht wiederherzustellen und auch die Wasserqualität natürlich wieder zu verbessern. Mit dem Citizen Science Projekt Wissensfluss haben wir vom Museum für Naturkunde Berlin gemeinsam mit Schulklassen und Erwachsenen den Lebensraum rund um die Panke in Berlin erforscht. Auf spannenden Exkursionen lernten insbesondere Schülerinnen und Schüler das Ökosystem kennen und schätzen. Schulkinder erhielten hierbei einen Einblick in die wissenschaftlichen Arbeitsmethoden, wurden selbst zu Citizen Scientists und trugen zur Erforschung und zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei. Neben der Flora und Fauna wurden auch Gewässerstruktur und Wasserqualität der Panke überprüft. Mit Keschern wurden Proben entnommen, um aquatische Lebewesen zu erfassen und zu bestimmen. Besonders geachtet wurde dabei auf das Makrozoobentus. Hierbei handelt es sich um Kleinstlebewesen wie Würmer, Schnecken, Muscheln und Krebstiere. Um auch das ökologische Umfeld des Flusses zu untersuchen, wurde zusätzlich ein standardisiertes Vogelmonitoring durchgeführt und Insekten beobachtet. Dazu wurde den Schülerinnen und Schülern der Umgang mit technischem Equipment zur wissenschaftlichen Datenerfassung nähergebracht. Mit Fernglas und Audiorekorder erlernten sie standorttypische Vogelarten zu erkennen. Mit dem Projekt Wissensfluss ist es unser Ziel, Kinder und engagierte Erwachsene zu motivieren, die urbane Natur vor der eigenen Haustier kennenzulernen und zu schützen.